Herzlich willkommen bei Verrückt nach Tier. Heute sind wir in Amstetten zu Besuch bei der Familie Müller. Frau Müller erwartet in 4 Wochen ihr zweites Kind. Herzlichen Glückwunsch. Und in der Familie ist auch der Hund Zeus. Und damit das gut funktioniert, wie man den Hund darauf vorbereiten kann, wenn ein Baby ins Haus kommt, deshalb ist auch Bina Lunzer bei uns. Sie ist Hundetrainerin und sie gibt uns ein paar Tipps, bei denen sie erklärt, wie funktioniert denn das, Harmonie zu schaffen in der Familie zwischen Kind und Hund. Der 2-jährige Hoverwart-Rüde Zeus von Familie Müller ist sehr gut erzogen und schon von seiner Züchterin auf Kindertauglichkeit ausgesucht worden. Er hat gelernt, auf Zuruf in einen Zwinger zu gehen, der auch für ihn Rückzugsort ist. Denn kleine Kinder und Hunde sollten niemals unbeaufsichtigt zusammen sein. Es ist wichtig für das Baby, dass es sich am Boden frei bewegen darf, nur in der Zeit, wo man nicht hinschauen kann, sollte der Hund möglichst nicht im Raum sein. Dogs und Storks, also Hunde und Störche, heißt ein amerikanisches Trainingsprogramm, das Familien mit Hund auf das Leben mit dem Baby vorbereitet. Also ein wesentlicher Teil von Dogs und Storks besteht darin, die Eltern auf die subtilen Stresssignale des Hundes spürig zu machen. Bina Lunzer hält darüber am 27. Jänner in Purkersdorf den ersten Vortrag im deutschsprachigen Raum. Die Teilnahme ist kostenlos. Natürlich geht es sehr stark um die Sicherheit von dem Kind im Haushalt. Aber ein großes Ziel vom Dogs and Storks Vortrag ist eben auch, die Anzahl der Hunde zu reduzieren, die wegen Familienzuwachs abgegeben werden müssen. Noch bevor das Baby auf die Welt kommt, muss der Hund einiges lernen. Zum Beispiel brav zu folgen, auch wenn man gerade das Kind im Arm hat. Er muss sich auch aus dem Raum schicken lassen und lernen, sich nicht auf alles zu stürzen, was auf den Boden fällt. Das lässt sich gut üben. Ja, es ist sicher sehr sinnvoll, dass eben der Hund auch dann zurückstecken muss und man muss einfach den Hund anders beschäftigen. Man kann auch körperlich dann am Ende der Schwangerschaft, so wie es bei mir ist, man kann körperlich nicht mehr. Und es ist einfach auch wichtig, wie kann ich den Hund andersweitig beschäftigen. Besonders mit den Balljunkies unter den Hunden muss viel trainiert werden. Also der Sinn der Übung ist, dass der Hund nimmer mehr allem hinterherhetzt, das sich schnell bewegt oder jedem Stück Essen, das am Boden fällt, sie sofort draufschmeißt. Dazu wird der Ball nicht mehr geworfen, sondern versteckt. Kinder spielen halt auch gern mit Bällen, wenn dann der Hund da permanent dazwischen geht und den Ball für sich beansprucht und möglicherweise auch verteidigt, kann das gefährlich werden. Und auch das Gehen an lockerer Leine neben dem Kinderwagen ist sehr wichtig. Belohnen, wenn er nicht bedrängt. Ja, genau, super. Es macht auf jeden Fall Sinn, die Manieren von einem Hund während der Schwangerschaft aufzupolieren oder auch teilweise ganz neue Sachen mit dem Hund sich zu erarbeiten. 9 Monate Schwangerschaft sind viel Zeit zum Mit Bekanntwerden der Schwangerschaft sollte man zu üben anfangen. Hier im Tierheim in St. Pölten wartet Sally auf ein neues Zuhause. Sie ist zugelaufen, hat eine Verletzung am Beinchen, ist aber nichts Schlimmes, das wird schon wieder. Die Sally, die ist ungefähr 10 Jahre alt, eine kastrierte Schildpattkatze. Und sie wäre auch als Wohnungskatze geeignet, obwohl sie sich natürlich über einen Garten sehr freuen würde. Sally ist unser Tier der Woche. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Und bis dahin bleiben Sie verrückt nach Tieren.